Hallo, ich bin Sally. Wie ich höre, will jemand alleine gegen mich antreten. Bist oh ja, du bereit, das möchte ich. Herausforderer? Bevor wir uns offiziell vorstellen, möchte ich wissen, wie ich euch ansprechen soll. Okay, das werde ich nicht vergessen. Test. Sage ich deinen Namen korrekt? Korrigiere ruhig meine... Okay, Test. Dann werde ich dich ab jetzt so nennen. Es wäre schön, dem Namen ein Gesicht zuordnen zu können. Macht ein Hashtag Selfie. Alternativ könnt ihr auch eins auswählen. Von hier aus seht ihr toll aus. Glaub mir. Sag mir, wann ihr geboren seid. Natürlich ist das freiwillig. Aber ich kann bessere Fragen stellen, wenn ich es weiß. Test, du wurdest 1982 geboren. Bist du dir sicher, dass du nicht 1972 sagen wolltest? Hast du deine Quizfertigkeiten geübt, Test? Das hoffe ich doch. Ja, ich habe alles geübt. Herausforderer. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Gemüter. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Gemüter. Diese Herausforderung ist meistens für schwache Gemüter. Diese Herausforderung ist meistens für schwache Gemüter. Diese Herausforderung ist meistens für schwache Gemüter. Diese Herausforderung ist einer gegen einen. Jetzt geht's los. Bevor wir beginnen, musst du aus diesen Themen das aussuchen, mit dem du dich am besten auskennst. Jedes Mal, wenn du bei diesem Thema richtig liegst, bekommst du extra Punkte. Was Pol Pot Stopp 1998? Ja, okay, das wird lustig, meine Damen und Herren. 15 Sekunden Welches Zeit. Das ist das einzige Tier, das keine Eier legt. Oh, richtig, super. In welchem Film aus folgender Zeit tritt John Cusack auf? 1980ern. Wenn jemand Stand bei mir das Geheimnis eines Sommers sagen würde, dann ganz bestimmt Test. Hey, bin ich gut. 292 durch 4 gleich. Alexa, 292 durch 4. Ein Kandidat dachte, die Antwort sei 84. Welches Tier frisst nur Pflanzen? Falsche Antworten in deinem Spezialgebiet sind nicht zu empfehlen. Du verlierst noch mehr Punkte als sonst. Ist da was Neues? Gut, Footplay. Welche Arten können nicht fliegen? Wer war der Entwickler hinter dem Smash-Videospiel Hit Half-Life? Ups. Welches ist das einzige Tier, das Eier legt? Seltsam. Ich dachte, du hättest gesagt, du kennst dich mit dem Thema Pflanzen und Tiere aus. Ja, nee, tut mir leid, kenn ich nicht. Welche dieser Tiere legen Eier zur Vermehrung? J.
Julia Roberts und Natalie Portman spielten zusammen in welchem Film? Ha, weil ich es ja nicht gewusst hätte. Welcher Flughafen ist in Volksrepublik China? Als was ist Linum Usitatissimum besser bekannt? Leinsam. Hm? Wer tritt in Smallville als Lois Lane auf? Keine Ahnung. Das Team Manchester United war unter wessen Leitung zwischen 2014 und 2016? Das hat dich Punkte gekostet, Test. Danke für den Info. Wir haben auch mit der welcher Hälfte. Band wird Bruce Dickinson in Verbindung gebracht? Welches Album aus dem Genre alternative Rock veröffentlichte die Band Radio Art im Jahr 2007? Rainbow? Welche Arten können nicht fliegen? In welchem Jahr wurde denn You Want Me von der Band Human League veröffentlicht? Besser ich sowas wissen. Was ist der Geburtsort von Elizabeth Taylor? Taylor. B? Wer spielt in Private Practice als Addison Montgomery? Bitte? Ich hatte keine Ahnung. Der Song Basket Case war ein Hit für welche Punk-Rock-Band? Schon wieder falsch, Test. Du solltest dich mal etwas anstrengen. Seattle im Land Vereinigte Staaten wird durch welchen Flughafen angebunden? Bitteschön, ich habe mich stark angestrengt. Kannst du mir gleich die Punkte wieder abziehen? Wer tritt in Grand Budapest Hotel als Henkels auf? Was? Wie? Ja. Oh, 86 Punkte. Welche Art ist ein Allesfresser? Was? Schneeeule, okay. Joey Fatone gehört zu welcher Musikgruppe? Backstreet Boys? Ach nee. Instinct, okay. Wer saß für den Film The Great Wall im Genre Actionfilm in 2017 in der Regie? Aber man kann nicht ins Minus gehen, okay. In welchem Film erschien Josh Hutcherson an der Seite von Liam Hemsworth? Wie lautet der Name der Nationalhymne von Greenwich? D? Ja. 0 Punkte, alles richtig gemacht. Super. Lass mich mal schauen, wie viele Punkte du hast. 0. Du hast insgesamt 0 Punkte erzielt. Vielleicht möchtest du dich dieser Herausforderung noch einmal stellen. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen auf YouTube. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Hättet ihr alle Fragen beantworten können? Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich warte auf dich, Test. Nur so als kleiner Hinweis.
Danke fürs Spielen, Test. Bis bald.